Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Ja, wir nähern uns jetzt langsam der 100. Folge und als 100. Folge will ich mir irgendwas ganz Besonderes ranholen. Ich muss aber erst nochmal mit meinen Händlern reden, ob die da irgendwas richtig Schniekes da haben. Es soll was richtig, richtig Geiles sein. Und naja, aber wir sind noch nicht so weit. Heute geht es erstmal um eine Sendung vom lieben Erik. Eine ja, etwas kleinere Sendung, etwas unspektakulärer. Aber wir haben hier auch ein paar Bonuskarten mitbekommen und ich will es jetzt so machen, dass ich die Bonuskarten am Anfang zeige und nicht zum Schluss, da ich die so oft vergesse, dass ich mir gedacht habe, wir fangen ab jetzt mit den Bonuskarten an. Und da haben wir hier ein paar schöne Toploader voll mit Bonuskarten bekommen und wir gucken mal rein. Ich habe ehrlich gesagt schon reingespitzelt, weiß also dementsprechend, was auf uns zukommt, aber ihr wisst es noch nicht, deswegen... Machen wir es mal spannend. Also, gebieterischer Ritter in Secret Rare aus der Collection Gen 1. Mega cool, gebieterischer Ritter ist für die damalige Zeit extrem detailliert gezeichnet worden. Hätte von der Optik auch in GX reinpassen können. Also das ist übermäßig detailliert. Also das ist für die alten Karten eher ungewöhnlich. Dann haben wir den Felgrand-Drachen aus dem Starterdeck, ja. Auch eine mega coole Karte. Vor allen Dingen die neue Supportkarte vom Felgrand Drachen. Da gibt es jetzt eine andere Version davon. Die ist auch übertrieben nice. Dann schauen wir uns das nächste Päckchen an. Na. Da haben wir den Ring der Zerstörung. Ring of Destruction aus der Invasion of Chaos Special Edition. Richtig, richtig cool. Guckt euch das an, Leute. Mega nice. So wie ein Ririoku, oh Gott, ich kann das nicht aussprechen, Ririoku, übel cool aus ROD und Prismatic Secret Rare, sehr schön, sieht doch besser aus als die Ultra Rare, die es bei uns gibt, auch wenn das einzige, das Secret Rare ist, der Typ hier unten ist, trotzdem richtig, richtig cool, mega nice, schauen wir mal, was uns noch so erwartet, yay. Oh, ein reißender Tribut in aus der Hobby League 4. Richtig cool. Habe mich echt gefreut, dass ich den gesehen habe. Ich habe das Ding ja sofort auseinandergerissen. Ich weiß nicht, ich war diesmal so dermaßen ungeduldig. Aber übertrieben nice. Und danach kommt natürlich hier der Kartenkavallerist, den Ultra Rare aus dem Duelist Pack 3. Der war früher, glaube ich, mal sogar eine Menge wert, als er noch spielstark war. keine Ahnung, was der ging. 20 Euro oder irgendwie sowas. Sogar in First, hinten leider ein bisschen abgenudelt, reicht also nur noch für meine private Sammlung, aber für meine private Sammlung ist das sehr gut. Und ja, na gut, was heißt private Sammlung im Prinzip, ihr wisst ja, gehört mir der ganze Scheiß sowieso, aber ich trenne das trotzdem zwischen, sagen wir es mal so, für die Sammlung, die nicht ausgestellt wird. So, weiter geht's. So, und wir haben den Lava-Golem. Ebenfalls aus der Invasion of Chaos Special Edition. Richtig cool. Dann haben wir eine Feder vom Phoenix First aus FET, war das Flaming Eternity, bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall richtig cool, auch in einem sehr guten Zustand. Erste Auflage, gibt es ja auch in Ultimate Rare, aber in Super Rare sieht sie mindestens genauso gut aus, finde ich. Und dann die Gedankenkontrolle aus WC5. Auch mega geil. Mega geil? Ernsthaft? Naja, wie auch immer. Mega geil, wollte ich sagen. Jetzt weiter geht's mit der Marshmallow-Brille. Marshmallow-Brille in Secret Rare. Dann die Totenkopfwürfel, richtig, richtig cool. Die sind zwar an und für sich nicht selten, aber es ist ziemlich selten, sie in einem Top-Zustand zu finden. Und die hier ist auch wirklich in einem sehr, sehr guten Zustand. Meistens bekommt man die ja eher so im abgeranzten Modus, sage ich es jetzt mal, so im abgeranzten Zustand. Und dann haben wir einen DD-Angreifer aus DBT. Richtig cool. Von dem habe ich auch schon ein paar Promo-Packs aufgemacht, beziehungsweise das Bonus bekommen, wo dann auch, ich glaube, dieser da waren noch zwei andere Karten dabei. Ich weiß aber nicht mehr, wie sie heißen. So, das waren jetzt die Bonuskarten erstmal. Richtig cool. Allein dafür haben wir schon 4 Minuten gebraucht. Ja, und jetzt wollen wir uns die Karten anschauen, die ich gekauft habe. Und da starten wir mit dem MST First aus SRL. Das ist sozusagen der Diamant der Sendung, sag ich mal. Richtig cool, jetzt habe ich ein Playset schon in First von dem. Und natürlich noch einige in Unlimitiert. Und im sehr, sehr guten Zustand.
eigentlich absolut makellos, könnte man schon fast sagen. Ja, also ich kann da nichts erkennen. Richtig cool. Dann haben wir den tödlichen Virusdrachen in Secret Rare aus Dragon of Legends 2. War ja auch damals ungefähr 30 Euro wert, als das Set rauskam. Der war ja sehr beliebt, genauso wie die ganzen anderen Drachen, diese Fusionen. Richtig schön. Und war damals auch die einzige, die ich mal selber gezogen habe. Mittlerweile müsste ich 3 oder 4 von denen haben. Also in Secret, versteht sich. Dann Drachenflüche, und zwar insgesamt 7 an der Zahl. 2 Stück habe ich schon beiseite, weil die habe ich hier in diese Toploader rein. Da haben wir sie. Weil das eben, das sind jetzt die Toploader, die in diese Koffer kommen, die ich verkaufe. Wisst ihr, ich mache das schon nebenbei so ein bisschen. Deswegen habe ich die gleich weggepackt. Und hier haben wir jetzt noch die anderen 5 Stück. Die sind alle Niemand bis Mint. Richtig cool. Das heißt, ich habe jetzt 18, 19, 20, 23 Stück in Super Rare. Und dann kommen natürlich noch die Commons und Rares von denen dazu. Richtig nice. Drachenflüche, die sind einfach cool. Von denen kann man nie genug haben. Die vertauschen sich auch relativ gut. Und ich schätze mal, 3 Stück werden noch bei mir in der Trade bei einer Wanne. Und 2 Stück nehme ich noch tatsächlich mit in die Sammlung, einfach weil sie so cool sind. Und ja. Dann haben wir hier die Wiedergeburt. Und zwar als Playset aus der Legendary Collection Yugi's World. Oder war es Joey's World? Oh, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube, es war Joey's World, was mit J geschrieben wird. Ich glaube, ja. Genau. Richtig cool. Wiedergeburt. Richtig schön schillernd. Mit größerem Bild als früher. Deutsch und First. Ja. Wiedergeburten kann man auch nie genug haben. Die werden allerdings in die Sammlung wandern, so wie sie sind. Weiter geht's mit einem Cyber-Barriere-Drache aus Shadow of Infinity in Ultimate Rare. Auch mega cool. Auch davon kann man eigentlich nie genug haben. Ich finde den Barrieredrachen richtig cool. Ich finde allgemein diese ganzen alten Cyberdrachenmonster finde ich extrem nice. Bin ich einfach ein Freund von, ne? Cyber-Enddrache, Cyberdrache, Cyberbarriere und so weiter, wie sie alle heißen. Richtig, richtig fett. Dann haben wir einen Riser, der Sturmmonarch. Der ist diesmal unlimitiert aus FOTB. Auch ein Ultimate Rare. Richtig schön. Habe ich mir jetzt einfach mal so rangeholt. Ich glaube, ein Ultimate habe ich noch nicht so viele von denen. 4 oder 5 erst. Wenn überhaupt. Und deswegen habe ich den nochmal mitgenommen. Dann der Black Winged Dragon. Auch richtig cool in Ultimate Rare aus, oh Gott, TSHD. Was war denn das nochmal? Weiß ich gar nicht mehr. Verwechselt man immer gerne mit The Secret Forces. Und ja. Richtig cool auf jeden Fall in Ultimate Rare. Ich glaube, der geht auch ein paar Euro. Mega nice. Und das bringt uns dann zum Herald of Perfection. Beide in Englisch, beide ebenfalls aus TSHD. In Ultra Rare. Ich habe sie ja so oft in Ghost und so oft in Gold Rare. In Ultra Rare habe ich sie auch ein paar Mal, aber gar nicht so oft. Und deswegen habe ich mir die beiden jetzt einfach auch mal mitgenommen. Auf jeden Fall richtig schön, auch richtig schön gedruckt noch von der Qualität her. Richtig, richtig nice. So muss das sein. Und zu guter Letzt haben wir den metaphysischen Horus in Ultimate Rare aus Secrets of Eternity. Ja, auch mega cool. Von denen habe ich jetzt auch schon einige Exemplare. Und es freut mich, dass wir auch den hier in der Sammlung begrüßen dürfen. Ja, das war die Sendung für heute. Ich hoffe, sie hat euch genauso gut gefallen wie mir. Danke nochmal an den lieben Erik für die schönen Bonuskarten. Sein eBay-Account und sein YouTube-Kanal findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann zur nächsten Sendung. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.